Da war er wieder, dieser eine Song, auf den ihr schon so lange gewartet habt. Und ihr wisst immer noch nicht, wie er heißt. Klickt euch doch ganz einfach auf rpr1.de in die Titelsuche und findet die Infos, die ihr sucht. RPR1. Einfach der bessere Musikmix. Gute Laune von der Südpfalz bis nach Köln. Guten Morgen, es geht in die RPR1 Nachrichtenredaktion zu Tanja Ludwig. Guten Morgen, das sind die Themen um 8:30. Nach dem Tornado im Kreis Viersen am Niederrhein sind die Aufräumarbeiten fortgesetzt worden. Bis zu 50 Häuser wurden gestern Abend beschädigt, 2 Menschen verletzt. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Westerfellhaus will dem Pflegenotstand mit Geldprämien begegnen. Demnach sollen laut Rheinischer Post Fachkräfte, die in den Beruf zurückkehren oder ihre Arbeitszeit spürbar aufstocken, 5.000 Euro erhalten. Die EU-Kommission will heute bekannt geben, ob sie gegen Deutschland Klage wegen der Luftverschmutzung einreicht. Seit Jahren werden in zahlreichen deutschen Städten verbindliche Grenzen für Stickoxide nicht eingehalten. Und jetzt alles Wichtige aus der Region. RPR 1 regional für Eifel-Sarmose, den Hunsrück und Luxemburg. Mit Susanne Weise, guten Morgen. Oberlandesgericht Koblenz muss über Prozess gegen Schweizer Nürburgring-Betrüger entscheiden. Die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens durch das Mainzer Landgericht eingereicht. RPR 1-Reporter Marius Fraune.